Worte stellst du die Sehnsucht frei zu sein. Oft möchten wir das Weite suchen und fühlen uns stark eingeschränkt, verzagt, entkräftet, antriebslos, die Perspektiven fehlen, der Blick verengt. Doch du gibst Kraft, um aufzusehen, dem Leben zu begegnen, denn bei dir, Gott, sind wir frei. Führst uns hinaus ins Weite. Herzlich willkommen zu unserem Sommergottesdienst hier unter freiem Himmel im Grünen, im Garten der evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden von Ludwigsburg. Wir feiern heute hier den Abschluss dieses Semesters kurz vor den Sommerferien. Und wir haben als Motto zu Beginn des Semesters einen Satz von Kurt Marti gewählt. Ich glaube nicht, dass es einen vorhersehbaren Weg gibt. Der Weg kommt, indem wir gehen. Den Weg in diesem Frühjahr und Sommer hat wahrscheinlich keiner von uns so vorhergesehen. Aber wir sind gegangen und der Weg ist gekommen und nun sind wir am Semesterende angekommen. Und das feiern wir heute mit diesem Gottesdienst hier im Grünen, im Freien. Herzlich willkommen allen, die hier im Garten mit uns feiern. Herzlich willkommen auch allen, die übers Internet zugeschaltet sind, aus den Hochschulen, aus den Kirchengemeinden, einfach Neugierige, die heute mit uns zuschauen. Mein Name ist Stefan Seiler-Thies, ich bin evangelischer Hochschulpfarrer hier in Ludwigsburg und feiere den Gottesdienst zusammen mit meinem Kollegen Joachim Pierrot, katholischer Hochschulseelsorger hier in Ludwigsburg. Ja, unser Leben steht unter dem Namen Gottes von Beginn an. Und dieser Name Gottes, der will uns begleiten und so wollen wir auch jetzt diese Feier in seinem Namen beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein durcheinandergebrachtes Semester, jedenfalls ein unerwartetes. Und keiner wird wahrscheinlich von sich behaupten können, dass er in dieser Zeit, als die Corona-Pandemie mal ausbrach, keiner Angst gehabt hätte. Wir sind eingeschränkt,
obwohl oder vielleicht gerade weil wir so weit voneinander weg sein müssen. Enge und Angst, das hängt ganz nah beieinander, schon vom Wort her, sowohl im Indogermanischen als auch im Lateinischen. Angustia, Enge, Bedrängnis oder Angina, Beklemmung. Diese Enge und diese Ängste, die riefen die Psalmbeter immer wieder hinaus, die sie empfunden haben. Sie riefen sie förmlich aus ihrer Brust hinaus und schleuderten sie ihrem Gott entgegen. Als Viktor Frankl, Psychiater und der Begründer der Logotherapie, aus dem KZ Dachau von den Amerikanern zusammen mit den anderen Inhaftierten befreit wurde, da konnte keiner jubeln oder die Freude ausdrücken. Nein, die waren alle so am Ende, die waren so abgemergelt, da konnte keine Freude aufkommen. Und Viktor Frankl erzählt, wie es ihn hinausgetrieben hat in ein blühendes Feld. Dort fiel er auf die Knie und dann hörte er in sich einen Satz und immer wieder denselben Satz. Und dieser Satz, dieser Psalmvers sprach tief aus seiner Seele. Aus der Enge rief ich den Herrn und er antwortete mir in freiem Raum. Aus der Enge rief ich den Herrn und er antwortete mir im freien Raum. Mit dem Psalm 31 wollen wir nur Gott bitten, dass er auch uns immer wieder aus der Enge in die Weite führe. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir nun singen, aus der Enge hinaus singen, um Gottes Erbarmen bitten, mit dem Lied Meine engen Grenzen. Gott, wir fühlen uns ohnmächtig. Wir sind von einer unsichtbaren Gefahr umgeben. Sie bedroht Leben und zwingt uns ihre Macht auf, weist uns in ihre Schranken. Wir können nur reagieren und versuchen, uns und andere zu schützen. Täglich auf Zahlen von Neuinfizierten, von an Corona Verstorbenen, auf R-Faktor und andere Parameter und ahnen, dass wir dennoch nicht wissen, was da auf uns zukommt, wenn dann erst einmal der Sommer vorbei ist und es Herbst und Winter werden wird.
Ängste sind mitten unter uns und in uns. Die Furcht davor zu erkranken und wenn, was wird dann? Würde ich nur leichte Symptome bekommen? Würde ich eine Infektion überleben? Wieder ganz gesund werden? Weiter mit uns allen, mit den vielen in Kurzarbeit, mit denen, die ihre Arbeit verloren haben, die beruflich ins Nichts schauen. Können wir diese Krise für uns alle bewältigen? Werden wir neu und vielleicht besser zueinander finden in unserer Gesellschaft und in der Welt? Angst. Wir wollen einmal körperlich diese Haltung einnehmen von Enge und Angst und mal nachspüren, wie das ist. Und dazu ja, sind alle eingeladen, die mitmachen möchten, einmal aufzustehen. Ich leite dann an, wir gehen in die Hocke hinein und dann ganz langsam aus dieser Hocke wieder heraus. Einfach meinen Worten folgen und es selber, so wie man mag, mit dem eigenen Körper nachvollziehen. Wir gehen in die Hocke hinunter, machen uns eng und ganz klein. Den Kopf nach unten, die Schultern zusammen, Arme, Hände, alles verkrampft, fest am Körper. In dieser Stellung verharre ich für einige wenige Momente. Ich spüre nach, wie diese Enge mir zusetzt, wie dieses Gekrümmtsein mich beherrscht, auch im Inneren, wie es mich beschränkt, mein Schauen und Sehen, mein Fühlen und Empfinden beeinträchtigt und auch mein Denken. Ich verharre noch einen kurzen Moment. Und dann beginne ich mich langsam, ganz langsam zu lösen aus dieser Enge. Spüre, wie eine Entspannung in meine Glieder zieht und richte mich langsam auf, nach oben. Erhebe Kopf, erhebe mich selber in die Höhe, immer weiter, bis ich langsam in eine aufrechte Haltung gelange. Arme und Hände weiten sich immer weiter von mir, recken sich nach oben, recken sich dem Licht der Sonne entgegen. Aus der Enge rief ich den Herrn und er antwortete mir im freien Raum.
Blauer Himmel, weißer Strand und weites Meer. Es war Kitsch pur und ganz plötzlich da. Ich habe auf der Wetter-App nach der Vorhersage für unseren heutigen Gottesdienst hier draußen geschaut und dann ist die Werbung aufgeploppt. Die Werbung, die in die Ferne lockt, in den Urlaub, natürlich mit der Reiseagentur so und so. Wir kennen es wahrscheinlich alle, aber dieses Mal hat es mich erwischt. Bevor ich die Werbung weggeklickt habe, ist mein Blick ein paar Sekunden daran hängen geblieben. Und mich hat die Sehnsucht gepackt nach Strand, nach Meer, nach Himmel und der weiten Ferne. Mein Kopf hat mich gewarnt, Achtung Werbung. Aber mein Bauch hat gerufen, mehr davon. Mehr Weite, viel, viel mehr. Wo wir doch gerade in diesen Zeiten so viel Enges erleben. Eng unsere Blicke in die PC-Bildschirme, anstatt dass wir uns in den Hörsälen und auf dem Campus treffen. Eng die Mund-Nasen-Masken. Viel lieber würden wir frei durchatmen und fröhlich singen. Eng die Zahlen. 1,50 Meter Abstand, 1,15 R-Faktor. Und eng die Analyse. Durch Corona geht uns unsere soziale Energie aus. So hat es jetzt der Soziologe Hartmut Rosa gesagt. 4 Monate, enges Semester und für die, die nicht studieren oder lehren, 4 enge Frühlings- und Sommermonate gehen jetzt mit heute so langsam dem Ende entgegen. Und ich merke in mir, es steigt die Sehnsucht nach mehr. Das kleine Meer mit EH und das große Meer mit Doppel-E. Hinaus ins Weite, unbegrenzte Freiheit genießen, weit weg von Corona, das wär's. Ein klein bisschen spüre ich es mit diesem Gottesdienst hier unter freiem Himmel in grüner Natur. Es ist bei der leichten Brise hier ein guter Anfang. Und singen geht auch wieder. Und pfeifen auch. So habe ich es diese Woche im Supermarkt erlebt. Plötzlich habe ich da mitten im Supermarkt ein Pfeifen gehört und dachte erst, es kommt aus den Lautsprechern ein neues Werbejingle. Und dann bog ein Mann um die Supermarktregalecke und pfeift fröhlich und laut vor sich hin, durch seine Maske hindurch und die Melodie war fast opernreif. Und dieses Pfeifen, dieses fröhliche Pfeifen war im ganzen Supermarkt zu hören und da wurde mein Herz zwischen den engen Regalen plötzlich vor Freude ganz weit. Hinaus ins Weite. Gerade spüre ich ganz besonders in mir diese Sehnsucht. Und da bin ich ganz nah in dem Psalm, den wir vorhin gehört haben. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Diese Worte hat einer gebetet, der hat Übles erlebt. Von Elend, Not und Feinden redet er da vor Gott. Mindestens so übel eng wie Corona. Das hat er damals erleben müssen. Doch dann spricht er, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es muss gut ausgegangen sein. Das Leid hat ein Ende. Das Gute kehrt zurück und das Enge wird wieder ganz weit. Nicht einfach so, halt Glück gehabt, sondern da ist noch einer mit im Spiel. So erlebt es der Beter. Er sagt du und mit dem du meint er Gott. Er hadert nicht, wieso Gott das Übel zulässt. Er fragt auch nicht, ob die Pandemie Gottes Strafe sei. Nein, er beginnt sein Gebet mit den Worten,
Gott, auf dich traue ich. Und dieses Vertrauen trägt ihn durch die Krise. Und als es besser wird, sind seine Augen und sein Herz wieder offen für den weiten Raum. Das wünsche ich mir und wünsche es auch euch, dass wir diese Offenheit in diesen Sommer mitnehmen. Und wenn ich wieder so eine Urlaubskitschwerbung sehe, dann will ich daran denken, dass Gott ein Gott ist, der die Weite liebt. Deshalb hat er so wunderbar Weites wie Meer, Strand und den Himmel geschaffen. Deshalb hat er so etwas großartig Weites wie das Leben erfunden. Und er schenkt es uns immer wieder, gerade auch in Zeiten, die nicht so leicht sind. Von so etwas Ähnlichem betet ein anderer in Psalm 18. Gott war meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, ich würde heute sagen, aus diesem ganzen Schlamassel, denn er hatte Lust zu mir. Ich spüre es in mir, diese Lust Gottes ist ansteckend. Und diese Lust fürs Leben will ich mitnehmen in diesen Sommer und dann auch ins neue Semester. Dieses neue Semester, das jetzt schon wieder digital geplant ist. Und darauf habe ich nur wenig Lust. Aber ich will mein Herz nicht gleich wieder eng werden lassen. Ich will mir Freiräume offen halten. Wenn wir das Wintersemester planen, dann müssen wir jetzt schon überlegen, was geht digital. Aber ich will auch daran festhalten, dass wir uns auch real treffen können. Zum Spielen, Diskutieren, Wandern, Gottesdienst und Tessegebet feiern. Und wenn es dann auch wieder mit Abstand sein sollte, so sind wir doch miteinander verbunden. Die einen ganz leibhaftig hier in Ludwigsburg und die anderen über PC oder Smartphone mit uns verbunden. Wir lassen uns nicht entmutigen, sondern gehen in diesen Sommer und dann auch ins neue Semester. Gott hält uns weite Räume offen, aber gehen müssen wir dann schon selber. Wagt es, Schritt für Schritt. Seid gespannt, was euch erwartet und lasst euch unterwegs nicht entmutigen. Nicht, dass es euch passiert wie den Fröschen bei ihrem Bergkletterwettbewerb. Eines Tages entschieden die Frösche im Teich, einen Wettbewerb auszuschreiben, und zwar einen schwierigen Wettbewerb. Sie machten einen Wettlauf den Berg hinauf, den höchsten Berg. Und so versammelten sie sich eines Tages, diejenigen, die mutig genug waren, den Berg hinaufzuhüpfen, und die anderen Frösche als Zuschauer und Zuschauerinnen. Und vor ihnen war dieser riesengroße Berg. Gerade waren sie erst aus dem Teich entschlüpft. Und als die Zuschauerfrösche das so sahen, da verließ sie aller Mut. Und als sie die Frösche, die Wettlauffrösche, hüpfen sahen, da riefen sie ihnen ganz resigniert zu: Das werdet ihr niemals schaffen, der Berg ist zu groß. Oh, ihr Ärmsten, die ihr diesen Wettbewerb losgelaufen seid, das wird nichts werden. Und die Zuschauerfrösche schienen recht zu behalten. Ein Frosch nach dem anderen gab auf und schaffte es nicht, diesen Berg hinaufzuhüpfen. Und die Zuschauer waren noch frustrierter. Oh nein, sie geben alle auf, ihr Ärmsten, ihr werdet es nie mehr schaffen. Und tatsächlich, ein Frosch nach dem anderen gab auf. Alle gaben sie auf, bis auf einen einzigen. Der hüpfte tapfer weiter, bis er tatsächlich ganz oben auf dem Gipfel angekommen war. Die Zuschauerfrösche und die anderen, die aufgegeben hatten, konnten es kaum glauben. Er hatte es geschafft. Und als er wieder heruntergehüpft kam, da bestürmten sie ihn, gratulierten ihm und fragten:
Wie hast du das bloß geschafft, auf diesen großen Gipfel zu kommen? Und der Frosch schaute sie ganz erstaunt mit seinen großen Glubsch-Froschaugen an und antwortete gar nicht. Und da merkten die anderen Frösche erst, dass dieser Frosch taub war. Er war mutig den Berg hinaufgehüpft und hatte all die Rufe, du schaffst es nicht, überhaupt nicht gehört. Sei kein Frosch. Das wünsche ich uns für diesen Sommer. Und wenn es so sein sollte, verschließt eure Ohren vor diesen Rufen. Ihr schafft es nicht. Natürlich schaffen wir es, denn Gott stellt unsere Füße auf weiten Raum und führt uns hinaus ins Weite. Und was ganz wichtig ist, wir sind nicht allein unterwegs. Wir hüpfen nicht gegeneinander wie die Frösche den Berg hinauf, sondern wir wandern gemeinsam durchs Leben. Und unterwegs geben wir uns Mut und Kraft für den Weg. Egal ob im Studium oder für den ersten Schritt, ob um die nächste Wegbiegung oder für unser ganzes Leben. Und deshalb möchte ich den Psalmsatz heute am Ende etwas vervielfältigen. Nicht mehr nur für mich allein, du stellst meine Füße auf weiten Raum, sondern für uns gemeinsam, du stellst unsere Füße auf weiten Raum. Gemeinsam sind wir unterwegs in den weiten Raum, den uns Gott offen hält. Amen. Und von diesem weiten Raum und dem Mut loszugehen und miteinander unterwegs zu sein, lasst uns nun singen, weite Räume meinen Füßen, im Gesangbuch Hohes und Tiefes, die Nummer 241. Weite Räume meinen Füßen, 241. Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Guter Gott, du führst uns hinaus ins Weite, immer wieder. Weite Wege bist du schon mit uns gegangen, auch in diesem Semester. Danke für die großen Schritte, die wir machen konnten. Sie haben uns weit gebracht. Danke für die Atempausen, die du uns gegönnt hast. Sie haben uns neue Kräfte schöpfen lassen. Danke für Aufbrüche und Abschiede, Eindrücke und Erfahrungen, die uns Neues entdecken ließen. Großer Gott, wie eine Reise ins Weite ist unser Leben. Schenk uns dafür deinen Geist. Den Geist der Gelassenheit, dass wir den Mut nicht verlieren, wenn uns Hindernisse begegnen. Den Geist der Besonnenheit, dass wir nicht mit übereilten Entscheidungen uns oder anderen schaden. Den Geist der Aufmerksamkeit, dass wir niemanden mit seinen Sorgen und Fragen allein lassen. Schenk uns die Begeisterung für die Weite und lass uns losziehen, Schritt für Schritt. Barmherziger Gott, du liebst die Weite und willst, dass auch wir weit und frei sind. Daher bitten wir dich für alle, die sich nicht trauen zu denken, zu sagen, zu tun, was sie wollen. Für alle, die die Weite ängstigt, die eingeengt sind von dunklen Gedanken und Enttäuschungen. Für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, auch im oder am Ende des Studiums. Hilf, dass sie erfahren, dass du, Gott, an unserer Seite bist und bleibst. Dankbar blicken wir zurück. Neugierig schauen wir nach vorn. Und wir vertrauen, dass du, Gott, weiter mit uns gehst. Auf allen Wegen, hinaus in die Weite, zu guten Zielen. Amen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu und beten miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wünsche ich euch, Ihnen und uns allen einen wunderbaren Sommer. Einen Sommer, in dem wir es hoffentlich ganz oft erleben, dass wir in die Weite hinausgeführt sind und wir diese Weite auch erleben können. Auf jeden Fall schenkt uns Gott seinen Segen und mit seinem Segen diese Weite im Leben. So lasst uns vor dem Segen singend um seinen Segen bitten. Möge die Straße uns zusammenführen in Hohes und Tiefes, die Nummer 222. Der Wind.
Und so geht in diesen Tag und in die kommenden Tage und Wochen dieses Sommers mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich heute und über diesen ganzen Sommer hinaus. Gott sei bei dir und stärke deine Wege. Erlasse dich fröhlich sein und hinausgehen in das weite Leben. Gott schenke dir festen Boden unter die Füße und führe dich hinaus in die Weite. So sei der Segen des lebendigen Gottes mit dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Gottes Segen, Geborgenheit im Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren, ich wünsch dir diesen Segen. Und Licht, Gott segne.
Erfülle dich mit Geist und Licht.